So, herzlich willkommen. Ich spare mir mal die Frage, ob ihr fit seid, sonst wärt ihr nicht hier, oder? So, alle ganz gut mit dabei. Thema Hitze. Daniel, ich schaue einfach mal in deine Richtung, weil du die Einzige mit Mikro in der Hand bist. Das Thema Hitze ist ja nun groß geschrieben in den letzten Tagen, auch in der Presse mittlerweile für das Rennen. Inwiefern hat das einen Einfluss auf dein eigenes Rennen, auf Renntaktik und solche Themen? Ja, wie Thomas gesagt hat, das ist sicher hier dieses Wochenende ein guter Test für Kona. Für mich die Hitze, ich komme direkt aus der Höhe, also ich bin nicht unbedingt hitzeakklimatisiert, aber habe sicher gute Lungen. Und deshalb denke ich, bin ich gespannt, wie es sein wird. Also ich glaube, an diesem Wochenende wird sicher die fitteste Person gewinnen, weil in der Hitze kann man sich nicht verstecken. Und es wird sicher ein sehr hartes Rennen und ich erwarte auch nicht ein Rennen, wo man sich gut fühlt, sondern es wird ein Sappelfest sozusagen. Das wird es mit Sicherheit. Wie war der Ausdruck, Sebi, im Kraichgau? Es wird ein Fratzengeballer am Sonntag. Ich glaube, das ist, was wir erwarten. Mir, das hat er nie gesagt. Nee. Sebi, ja, ohne Neoschwimmen, wir haben es gerade schon angesprochen, wird dich auf jeden Fall auffreuen, aber ich glaube, jeden hier vorne, oder? Aber siehst du für dich da nochmal einen kleinen zusätzlichen Vorteil? Weil mittlerweile wissen wir, ohne Neo bist du noch näher dran als mit Neo. Ja, ich hoffe, dass ich das dann auch bestätigen kann am Sonntag. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich weiß, dass der Jan die Hitze liebt. Ja. Und ich weiß auch, der Freddy, ich sag mal zum Thema Sufferfest, der Freddy ist jemand, der ziemlich lang, ein ziemlich hohen Niveau leiden kann. Und von daher sehe ich jetzt nicht irgendwie, dass das sich jetzt massiv auf unser Rennen irgendwie auswirkt. Also, ja gut, wenn ich mir so die Gesamtplatzierung anschaue, die ihr bei Hitzerennen hatte, waren wir bei keinen Sorgen hier vorne. Absolut nicht. Freddy, ja, du bist gerade angesprochen worden. Du hast natürlich schon mal ordentlich einen Deutsch, passt, oder? Ein bisschen. Du antwortest in Englisch, ich frage in Deutsch. Okay. Sehr gut. Du hast ja schon ganz gut einen vorgelegt mit Südafrika dieses Jahr. Du hast schon bewiesen, Hitze kannst du. Und ich glaube, du hast eine ganze Menge Jungs beeindruckt mit der Radleistung, die du da auch abgeliefert hast bei dem Ding. Also meinst du, die Jungs haben noch ein bisschen mehr Respekt? Bist du der stärkste Frederik, den wir bisher gesehen haben? It's early in the season. It was 29th of March. So, but yeah, I had a good winter. So, and I was able to show what I've worked for during winter. So, I think it was a good way to start the season. Afterwards, of course, I could take some rest and build up again to this race. Ja, wenn ich mal also auch bei den Damen drüben schaue, Julian. Als auf dir lastet natürlich so ein bisschen der Druck als deutsche Dame hier. Ist das ein Druck, den du gerne annimmst? Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich, dass ich jetzt endlich hier mal an die Stadt gehen kann. Und man hat ja auch gesehen, so in der Saisonentwicklung, dass die Form immer mehr kommt. Und ich hoffe, dass sie dann am Sonntag wirklich 110%ig da ist. Ja, klar, aber zweimal gewonnen. Das gibt natürlich auch, wenn du weißt, wie man das Ganze hier macht, ist das was auch zu vertrauen, so, wenn es jetzt auf der Laufstrecke in eine heiße Phase geht oder sowas, was einem nochmal, was man hervorrufen kann, das Gefühl vom Sieg? Ja, also ganz bestimmt, ich mag das Rennen in Frankfurt unglaublich gerne, darum komme ich auch wieder zurück, das ist das vierte Mal für mich und ich denke, wenn man das Rennen zweimal gewinnt, das ist dann, ja, da sagt man auch, ja, dass einem das Rennen auch liegt und ich mag die Laufstrecke besonders gerne, weil die Zuschauer einfach unglaublich einzigartig sind in Frankfurt, die deutschen Fans und die Biermelden, die Bratwurst, der Schrank überall. Nee, ich denke, das ist wirklich einzigartig. Ich mag diesen vier Rundkurse, auch die Radstrecke ist wunderschön. Sie haben Dienstag noch einmal abgefahren, um alles ein bisschen die Rennung zurückzuholen. Und ich freue mich unglaublich für Sonntag und wie gesagt, ist absolut mein Lieblingsrennen und ich bin froh, wenn ich wieder zurück. Also so Biermann und Bratwurstgeruch ist jetzt nicht, was ich mir schön vorstelle, wenn es aber richtig am Anschlag ist auf den letzten Kilometern auf der Laufstrecke. Ah, das gehört einfach zu Deutschland. Das war schön. Und die Schweiz. Die Nummer rettest du nicht mehr. Das steht jetzt so. Wir haben nach Deutschland aufgehört zuzuhören. Sebi, im letzten Jahr stand der Andi Rehlert hier und hat gesagt, der Jan läuft 2,35 hinten drauf. Wir haben alle gelacht und Andi sagte, also, ich mache keinen Scherz. Ist das auch was, womit ihr dieses Jahr wieder kalkuliert, dass das so um den Dreh gehen könnte? Also die Zeit ist, sage ich mal, relativ am Sonntag, weil
ja, ich denke, die wird immer, wie immer, wesentlich auch von den Bedingungen mitbestimmt. Aber dass er schnell laufen kann, ich muss sagen, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, mir in der einer der kälteren und verregneteren Wochen, die wir diesen Sommer auch schon hatten, nochmal das Rennen von letztem Jahr anzugucken. Und ich war schon ein bisschen schockiert, wie oft der Jan eigentlich gewandert ist und hat eigentlich 42 Kilometer Intervalltraining gemacht. Und das minus drei Platten, das sind wir auf jeden Fall schon mal bei einer deutlich schnelleren Endzeit. Und ich glaube, ja, Pech und Erfahrung und so weiter, das hat er im letzten Jahr abgehakt. Also klar, rechne ich schon damit, dass es kein Spaziergang wird, auch wenn er vielleicht zwischendurch wieder mal wandert an der Aid Station. Aber ich denke, das lohnt sich vielleicht am Sonntag. Jetzt die ganze Zeit immer. So von Wechselbeutel. Das will ich von, auch machen. Genau. Also von Wechselbeutel über kaputten Neo bis Reifen und so weiter. Wir machen immer unsere Witze. Ist das was, wenn es so immer wieder mal passiert, was einen dann schon irgendwann nervt? Oder kriegst du das immer wieder ausgeschaltet und sagst, jetzt neues Rennen, neue Attacke, diesmal läuft alles rund? Das mit den Reifen ist inzwischen wirklich besonders originell. Das muss ich sagen, das ist so meine aktuelle Was hat sich in deinem Leben geändert? Frage. Das ja, gehört natürlich auch einfach dazu. Ich habe zwei Ironmans in den Beinen und durfte noch nie 180 Kilometer am Stück fahren. Also ich glaube, wenn ich am Sonntag dann von die Karre abstelle, bin ich, glaube ich, echt glücklich, wenn das in einem Stück geht. Und ja, das ist so eines meiner Hauptziele. Ja, das ist ja so die Frage nach der Laufzeit. Gibt es so überhaupt ein eigenes Ziel, wenn man da ist? Und auch wenn du dir jetzt sagst, so, hey, letztes Jahr viel gelaufen und so, da wäre noch mal was gegangen, oder gibt es Zeitspielereien überhaupt nicht, weil der Tag nicht vorhersehbar ist? Also vorhersehbar ist es im Ironman sowieso nie. Das ist sicherlich das, was ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe. Aber ich werde natürlich schon versuchen, eher 42 Kilometer am Stück als 21 mal 2 Kilometer zu laufen. Ich habe mir das zwar letztes Jahr vorgenommen, auch so ein paar Mal so eine Gehpause einzulegen, einfach weil das, ja, das Ganze schon noch mal ein bisschen unterbricht, aber das ist natürlich auch das Schöne, wenn man so ein Jahr länger in den Beinen hat, dann kommen die Kilometer etwas leichter, und das Leiden habe ich mir dann von den Jungs hier noch ein bisschen abgeschaut. Insofern denke ich mal, wird das am Wochenende schon passen, aber eine Zeit vorauszusagen ist, glaube ich, schwierig. Du wirst mir das nicht übel nehmen. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass du dir wieder irgendwas einfallen lässt, weil von außen war es sehr unterhaltsam mit den 21 mal 2 Kilometern. Also das hast du ganz nett gemacht. Für dich wünsche ich dir viel mehr Erfolg, aber für uns war es sehr nett, gar keine Frage. Ganz beliebt ist bei den Pressekonferenzen ja immer die Frage, wer von euch gewinnt, denn alle sind zum Gewinnen hier. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir drehen die Nummer mal ein bisschen um und machen so eine 5-Euro-Wette und lassen die Jungs auf die Damen tippen und umgekehrt. Dani, ich fang mit dir. 5 Euro, wer sie nicht dabei hat, Thomas, die Athleten dürfen anschreiben bei dir, oder? Das geht in Ordnung, das ist hervorragend. Dani, dein Tipp fürs Herrenrennen. Und jetzt seien wir hier bloß nicht politisch korrekt, das nimmt dir keiner übel hinterher. Muss ich anfangen? Absolut. Ja, ist schwierig, also... Warte. Sollen wir noch rausgehen oder was? Ja. Jeder schreibt Split auf den Zettel und wir holen uns am Sonntag wieder raus. Ich glaube einfach, die fitteste Person gewinnt. Ich kann das nur so beantworten. Ich bin ich froh, dass du es wirklich nicht so politisch korrekt gehalten hast. Das ist super. Julia, ich versuch's mit dir. Wenn ihr auch Schweizer. Ich trau mich, Dejan. Dejan, sauber. Carol, die haut eh hier immer auf den Deutschen rum, von daher, komm. Ich nehme Sebastian. Sebastian. Also, hey, I'm gonna put 5 euros on you then. Sebi, was passiert mit Damen? Jetzt komme ich unter Zugzwang, ich frage aber trotzdem Daniela. Carolina. Zwischen den beiden ist mir das so oder so recht, weil wir ja Team so unterwegs sind. Aber ich habe heute Morgen mit der Daniela gefrühstückt. Ich glaube, die macht's. Also, dann schauen wir mal. Julia, ich setze auch 5 Euro auf dich. Das passt. Hervorragend.